In Metten gibt's wirklich scharfe Sachen. Manche meinen sogar die schärfsten Deutschlands, aber immer mit Holzstiel und mit Stahlblatt. Wir sind im Showroom der Firma und das Tolle ist, hier dürfen die Kunden alles ausprobieren, was hier rumsteht und rumliegt. Zum Beispiel hochwertige sogenannte Japan-Sägen. Da ist dieser bayerische Versandhändler Spezialimporteur. Die sind ziemlich teuer, kann so eine Säge schon mal rund 200 Euro kosten. Deswegen nehme ich die billigere Variante. Und der Unterschied von westlichen Sägen und Japan-Sägen ist, dass diese Japan-Sägen nicht auf Druck arbeiten, sondern nur auf Zug. Und schneiden butterweich, also wie ein heißes Messer durch die Butter, so geht diese Japan-Säge hier durchs Holz. Braucht man überhaupt keine Kraft. Und dieser bayerische Versandhändler ist eben Spezialist für hochwertige Präzisionswerkzeuge. Zum einen die Sägen und zum anderen hochwertige Messer. Ganz wichtig in der Angebotspalette der Firma, sogenannte Japan-Messer. Da haben wir eins mit einer hochwertigen Damastklinge. Dazu gleich mehr. Zuerst sind wir mit der Chefin verabredet. Petra Steinberger ist das. Grüß Gott, Frau Steinberger. Grüß Gott. Messer für bis zu 500 Euro haben wir gerade gesehen. Und die Japan-Sägen kosten bis zu 200 Euro, auch wenn sie gut funktionieren, zugegebenermaßen. Welcher Laie braucht so teure Einzelgeräte? Ja, Sie sprechen hier von unseren Deluxe-Sägen. Das sind unsere hochwertigsten. Sie werden in reiner Handarbeit gefertigt und arbeiten mit höchster Präzision, Perfektion, Schnitthaltigkeit und Schärfe. Also nur das Beste. Ist das auch die Philosophie Ihrer Firma, immer das Beste? Wir versuchen das immer, ja. Wir stellen Werkzeuge her mit nachhaltiger Qualität, mit funktionaler Ästhetik, wie wir das nennen. Also auch das Design spielt eine wichtige Rolle. Aber wir haben auch zum Beispiel Sägen durchaus für den Einstiegsbereich. Da kostet eine gute Säge 33 Euro oder in kompakter Form auch 23 Euro. Das ist im Geltungsbereich. Wer sind Ihre Kunden? Wer kauft das? Unsere Kunden sind natürlich zu 80% Männer. Es sind sowohl Fachleute, also Schreiner, Zimmerer, aber auch ambitionierte Hobbyisten und wir verschicken in 80 Länder. Also weltweit? Weltweit. Richtig erfolgreich, der bayerische Versandhändler hier aus Metten. Und das auch mit einer Firmengeschichte, die über 150 Jahre alt ist. Angefangen hat alles, habe ich gelesen, mit Musikinstrumenten. Wie passt das zusammen? Richtig, 1848 gegründet, aus dem Musikinstrumentenbau heraus. Und für Musikinstrumentenbau braucht man sehr präzise, gute Werkzeuge. Und so hat sich der gesamte Werkzeugbereich, also alles, was für Stahl, Schärfe, Schnitthaltigkeit steht, entwickelt. So kommt es zusammen. Vielen Dank. Bitte. Jetzt gehen wir zurück zu den Damastmessern. Daniel Pschenitzer, das ist der Produktmanager hier, der testet die gerade. Da wird gerade geschliffen, die Klinge. Zeigen Sie es mir ruhig nochmal. Muss man da irgendwas beachten, wie das funktioniert? Also man muss grundsätzlich den Phasenwinkel einhalten. Das heißt, ungefähr unter 15 Grad schleift man den. Wenn man es freihändig schleift, dann muss man trotzdem schauen, dass vorne die Finger relativ bündig aufliegen und relativ gleichmäßigen Druck ausüben über die ganze Länge. Und dann einfach so hin und her? Genau. Wie lange bleibt es scharf? In der Regel reicht es, wenn man es ein- bis zweimal im Jahr schärft, also abhängig davon, wie oft man das Messer braucht. Wie scharf ist denn so ein Japan-Messer? Können Sie mir da was zeigen? Das kann man gerne demonstrieren. Ja. Oh, wow. Wie Butter. Wie ein Messer, ein heißes Messer durch Butter. So geht's nicht. Dann können wir schauen. Ja, ah ja, aber so geht's schon. Wahnsinnig gut. Okay. Das ist jetzt dieses Damastmesser mit dieser ziselierten Klinge. Was ist das eigentlich genau? Aus was besteht das? Beim Damastmesser oder beim Japanmesser allgemein wird als Schneidlage ein sehr, sehr harter Stahl verwendet, der bis zu 62 HC gehärtet wird. Im Vergleich zu westlichen Eisen sind es nur 56 HC bei denen. Und das Problem ist, dass sie dadurch ergibt, dass das Eisen oder die Mittellage relativ spröde ist und dadurch leicht brechen kann. Um das zu vermeiden, wird links und rechts an dieser Mittellage weicher Stahl aufgebracht, der dann wiederum die Flexibilität von dem Messer ermöglicht, aber gleichzeitig größtmögliche Schnitthaltigkeit. Also ein Hybrid sozusagen, hochwertigste Handwerkskunst. Ja. Kostet ja auch ein bisschen was. Bei diesen Preisen, da will man ja Qualität haben. Wie garantieren Sie, dass die Qualität immer gleich hoch bleibt? Zum einen wird die Ware bei uns im Lager geprüft. Jede Ware, die bei uns ankommt, wird geprüft. Mhm. Und zum zweiten prüfen wir zum Beispiel jetzt hier die Härte von diesem Messer. Das dürfte jetzt da um die 60 HC haben. Mal schauen. Okay.
Genau. Was heißt das, 60 HRC? 60 HRC, das ist die Rockwell-Angabe von dem Messer. In der Regel gibt es die... Ist das jetzt hart oder nicht? Also das unlegierte Stahl, der nicht gehärtet wird, hat in der Regel eine Härte von 50 HRC und die teuren Messer haben bis zu 62. Okay, also ziemlich hart. Vielen Dank, dass Sie es uns erklärt haben. Bitte liebe schön. Zuschauer, zum Schluss schauen wir nochmal ins Versandlager der Firma. Mal schauen, was da jetzt, wo es auf Weihnachten zugeht, los ist. Momentan brummt es hier so richtig. Bis zu 1000 Bestellungen werden hier in der Vorweihnachtszeit täglich verschickt. Und 14.000 Artikel hat die Firma auf Lager. Aber das Besondere an Diktum ist nicht nur, dass sie diese Werkzeuge versendet und verkauft, sondern dass die Firma auch das Wissen vermittelt, wie man mit diesen Präzisionswerkzeugen umgeht. Es gibt zum Beispiel Kurse zum Thema Schmieden oder Bootsbauen oder Holzbiegen für interessierte Laien. Das schaue ich mir an. Mehr nachher in der Abendschau.